Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo, hier ist der Kanal Evangelist TV. In diesem Kritikvideo an den YouTube-Kanal Das zuverlässige Wort könnten einige Aussagen die Gemüter erhitzen. Und wer sich nicht ärgern möchte, der soll hier an dieser Stelle abschalten und ein anderes Video anschauen. Hallo, es geht um diesen YouTube-Kanal Das zuverlässige Wort. Der Kanal hat noch nicht so viel Reichweite, aber natürlich wächst die Community. Ja, dieser YouTube-Prediger Anselm und sein geistlicher Vater Stephen Anderson wollen hier diese Faithful Baptist Gemeinde bekannt machen. Den YouTube-Prediger Stephen Anderson dürften einige bekannt sein. Über Anderson möchte ich nicht so viele Worte verlieren. Man kennt ihn als einen Polemiker, der sehr aufbrausend und sehr stupide verkündigt, der sogar Aussagen tätigte wie für die Ermordung anderer Menschen durch Gebet. Hier möchte ich aber zu dieser Person kommen. Über eines seiner neuesten Videos, wo er über die Bergpredigt redet, hat er einige Aussagen gemacht, die unter aller Würde ist. Ich möchte nicht auf alles eingehen, was er im Video gesagt hat, denn das Video geht ja über eine Stunde. Den Link packe ich in die Infobox. Ich werde jetzt einige Videoclips von ihm einblenden und werde dementsprechend darauf reagieren und kommentieren sowie kritisieren. Ein Witz, ich habe diese Flachzange auf YouTube gesehen, die uns beschuldigt hat, irgendwie Fake-Baptisten zu sein. Ja, und die haben mich im Grunde genommen indirekt beschuldigt, ja, dass ich ja einfach nur Pastor Anderson nachlabere. Ja, dieser Idiot, der labert einfach nur Pastor Anderson nach. Was für ein Schwachsinn, als uns als Fake-Baptisten bezeichnet. Und hat behauptet, dass wir homophob seien. Ja, die Flachzange hat doch vollkommen recht, wenn er sagt, ihr seid Fake-Baptisten. Das sage ich auch. Nicht nur das, sondern ihr seid keine Christen. Und dass diese Person Stephen Anderson repräsentieren soll, ist doch ganz offensichtlich. Man erkennt es doch schon am Aufbau der Predigt, an dem Hintergrund, sogar das Outfit erinnert an Stephen Anderson. Hebräer Kapitel 12, Vers 14 sagt nämlich, jagt dem Frieden nach, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und sie sagen dann, siehst du, wenn du keine Heiligung in deinem Leben hast, dann bist du nicht gerettet. Wenn du nicht Jesus nachfolgst, dann bist du nicht gerettet. Aber das letzte Mal, als ich die Bibel gelesen habe, stand da, dass jeder, der an den Sohn glaubt, ewiges Leben hat. Nicht jeder, der Jesus nachfolgt. Wir werden durch Glauben gerettet, nicht dadurch, dass wir unser Leben heiligen, dass wir unser Leben verbessern. Also was kann man bei dieser Hebräerstelle verdrehen, wenn es doch heißt, jage der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wie kann man das verdrehen? Aber das letzte Mal, als ich die Bibel gelesen habe, stand da, dass jeder, der an den Sohn glaubt, ewiges Leben hat. Nicht jeder, der Jesus nachfolgt. Als ob der eine Bibelvers den anderen Bibelvers einfach erschlägt und unterdrückt. So funktioniert keine Bibelauslegung, indem ich einfach meinen persönlichen Bibelvers nehme, meinen Lieblingsbibelvers, und damit einen anderen Bibelvers einfach erschlage. Das funktioniert so nicht.
Römer Kapitel 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Nur weil der Gottlose ohne Werke gerechtfertigt wird, heißt es doch nicht, dass der Gottlose weiterhin gottlos bleiben kann, nur weil er glaubt. Jesus sprach auch zu der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, die er dann begnadigt hat: Gehe hinfort, aber sündige nicht mehr. Das bedeutet doch einfach, er hat diese Sünderin gerechtfertigt, ihr vergeben, aber dafür eine Bedingung aufgestellt, dass sie hinfort nicht mehr sündigen soll. Was jetzt nicht bedeutet, dass die Ehebrecherin dann ewig sündlos war, sondern dass sie nicht mehr mutwillig sündigen soll, sondern ihr Leben nach Gott, nach Jesus ausrichten soll. Siehst du, dein Glaube wird dir trotzdem als Gerechtigkeit angerechnet, auch wenn du ein gottloses Leben lebst, auch wenn du gar keine guten Werke vorzuweisen hast, auch wenn du keine Heiligung in deinem Leben hast. An alle Christen, diese Aussage, die er tätigt: Du brauchst keine Heiligung, du kannst gottlos leben, du bist trotzdem gerettet, wenn du glaubst. Und das ist ein falsches und satanisches Evangelium. Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Siehst du, wenn du keine Heiligung hast in deinem Leben, wenn du nicht Jesus nachfolgst, ja, dann warst du nie wirklich gerettet, so nach dem Motto. Das, was die Calvinisten sagen würden, Hunde wie John Piper, John MacArthur und so weiter. Ich habe selten so einen arroganten Menschen gesehen wie dieser. Und dass er sich das Recht nimmt, anderen Christen, nur weil er deren Lehrmeinung nicht zustimmt, sie als Hunde bezeichnet, das geht so weit. Auch wenn ich einen John MacArthur oder John Piper in Lehrthemen gewisser Punkte nicht zustimme, habe ich nicht das Recht, diese als Hunde zu bezeichnen. Überhaupt nicht. Und dieser nennt sich einen Prediger und ein Verkündiger des Wortes Gottes und beleidigt einfach Christen. In diesem Zusammenhang der Verfolgung meine unpopuläre Meinung zu Open Doors. Du hast bestimmt schon mal gehört von Open Doors. Das ist eine Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert. Klingt nach einem noblen Anliegen, ja, keine Frage. Und du hast vielleicht schon mal diesen Verfolgungsindex gesehen, Weltverfolgungsindex, wo du eben ablesen kannst auf der Karte, wo werden Christen am meisten verfolgt. Das ist eine sehr interessante Sache an und für sich. Aber lass mich dir was verraten. Open Doors ist eine Schande. Open Doors ist eine verdammte Schande. Diese Fake-Baptisten sind keine Christen. Siehst du, all diese verfolgten Christen in anderen Ländern, weißt du, was die brauchen? Die meisten von ihnen brauchen das Evangelium, weil sie keine Christen sind. Ich meine, was wäre, wenn ich dir verraten würde, dass koptische Christen keine Christen sind, dass sie ein falsches Evangelium glauben? Was wäre, wenn ich dir verrate, dass Katholiken keine Christen sind? Was wäre, wenn ich dir verrate, dass Pfingstler keine Christen sind? Sie werden verfolgt, ja, aber rate mal was, wenn du zum Beispiel in einem islamischen Land bist, dann wirst du eben verfolgt, wenn du kein Moslem bist. Denn der Typ hat überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, in einem islamischen Staat Christ zu sein. Der Typ hat keine Ahnung. Das ist ein Dummschwätzer. Er hat keine Ahnung, wie es ist, jeden Sonntag, täglich sogar, um sein Leben fürchten zu müssen, nur weil man Christ ist. Der Typ hat keine Ahnung von Verfolgung, von dem Qual, was Christen tagtäglich in dieser Welt erleiden müssen. Weißt du was, diese Leute, die meisten Christen brauchen, sie brauchen das Evangelium. Aber das ist, was Open Doors nicht macht. Sie verkündigen ihnen nicht das Evangelium. Open Doors ist eine Schande. Sie sollten sich darum kümmern, dass Menschen in den Himmel kommen, dass sie gerettet werden. Humanitäre Hilfe, schön und gut. Aber behauptet bitte nicht, dass das alles verfolgte Christen sind. Der Typ ist einer der Ersten, wenn es um Leben und Tod ginge. Und der islamische Staat ihn zwingen würde zu konvertieren, er wäre der Erste, der sich einnässen wird und direkt die Schehada ausspricht, um zum Islam konvertiert. Nur um seinen Hintern zu retten. Denn wer meistens solche Sprüche klopft wie er, so arrogant, so selbstgefällig und so selbstsicher,
Das sind diejenigen, die am Ende einknicken. Die wahre Schande ist dieser Typ da. Und seine Organisation und seine Fake-Baptisten und seinen geistlichen Vater Stephen Anderson. Eine Schande, eine wirkliche Schande sind solche Menschen wie dieser. Diese haben noch nicht mal das Recht, den wunderbaren Namen unseres Herrn in den Mund zu nehmen. Ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit an alle Christen. Diese Fake-Baptisten auf YouTube, TikTok, Facebook, Instagram oder sonst wie, die so ein falsches Evangelium verkündigen, ein Evangelium ohne Werke und ohne Nachfolge und ohne Heiligung, diese sind wahrlich Kinder des Teufels. Die Bibel sagt in Sprüche 20, Vers 9, ihr müsst das nicht aufschlagen, wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert, ich bin rein geworden von meiner Sünde? Niemand kann sagen, ich habe mein Herz geläutert. Geläutert, was bedeutet das? Du musst einfach nur den Vers weiterlesen. Ich bin rein geworden von meiner Sünde. Also lauter zu sein bedeutet rein zu sein. Das ist einfach nur ein älteres Wort. Also wer kann sagen, ich habe mein Herz geläutert? Das ist eine rhetorische Frage. Niemand kann das sagen. Niemand hat wirklich sein Herz gereinigt. Müssen wir ein reines Herz haben, dann müssen wir, also um gerettet zu werden, müssen wir ein perfekt reines Herz haben. Gar keine Sünde haben. Trifft auf niemanden zu. Aber ja. Es ist natürlich Irrlehre, ja, zu behaupten, du musst dich irgendwie heiligen, um gerettet zu werden. Aber wenn wir jetzt Matthäus Kapitel 5, Vers 8 oder auch Hebräer Kapitel 12, Vers 14 einfach auf die Rettung beziehen, okay, kann man machen, aber dann lass uns das biblisch auslegen. Ja. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 15, Vers 8, ihr müsst das nicht aufschlagen, Apostelgeschichte 15, Vers 8. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und ich habe jetzt leider den falschen Vers mir aufgeschrieben in meinen Notizen. Tut mir leid. Aber die Bibel sagt auf jeden Fall, dass Gott ihre Herzen durch Glauben gereinigt hat. Das wäre ein anderer Vers. Vielleicht finde ich ihn auf die Schnelle. In Apostelgeschichte 15 ist er hoffentlich auch. Siehst du, unsere Herzen werden gereinigt durch den Glauben. Genau, das in Apostelgeschichte 15, Vers 9, das wäre der richtige Vers. Da heißt es, er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Wie bekommst du ein reines Herz? In Bezug auf die Errettung, ja, um in den Himmel zu kommen, durch den Glauben.